Hier sind 15 Tipps und Tricks für Star Wars Outlaws, die ich gerne schon zu Beginn gewusst hätte, wenn ich das Spiel jetzt nochmal zum ersten Mal spielen würde, weil mir dann einiges an Zeit, Chaos und Verwirrung erspart geblieben wäre und einfach ein runderes Erlebnis geworden wäre. Tipp Nummer 1, sucht so früh wie möglich die Experten auf, sobald ihr die Gelegenheit dazu habt, beziehungsweise ihr erste Hinweise erfahrt, wo ihr die Experten finden könnt. In Star Wars Outlaws gibt es ja nicht dieses typische Level-System mit Skilltree und XP, die man sammeln muss, sondern man muss in der Open World selbst sogenannte Experten finden, also das sind einfach bestimmte Charaktere, die sich auf einem Gebiet besonders gut auskennen und uns eben dann dabei helfen können, neue Fähigkeiten und Verbesserungen freizuschalten. Und zu Beginn muss man diese Experten immer erst finden, man hat dann auch immer einen Hinweis, wo man die Möglichkeit treffen kann und muss dann quasi immer direkt auch eine erste Mission mit denen machen, um diese Experten und ihre Fähigkeiten quasi überhaupt erstmal freizuschalten und dann entweder bestimmte Items oder Materialien besorgen oder bestimmte Challenges schaffen, um dann weiter upzugraden und diese neuen Fähigkeiten dann im Endeffekt auch freizuschalten. Und während man zum Beispiel bei den Jawas für eigentlich so gut wie jede Fähigkeit immer ein Item finden muss und dann zu den Jawas bringen soll, kann man die meisten Fähigkeiten aber auch einfach nebenbei freischalten. Während man einfach ganz normal das Spiel spielt, also zum Beispiel gehe zu 6 verschiedenen Händlern oder vollbringe 3 Taschendiebstähle mit Nix, verwende 5 verschiedene Blaster und so weiter. Und da macht es halt Sinn, so früh wie möglich eben diese Experten zu finden und diese freischaltbaren Fähigkeiten zu aktivieren, weil man diese Sachen ja eh automatisch nebenbei macht, anstatt halt dann im Endgame dann erst diese Experten zu finden und dann noch obendrauf nochmal diese Challenges machen zu müssen. So kann man das Ganze, wie gesagt, einfach easy nebenbei abdecken. Um direkt auch nochmal bei den Experten zu bleiben, checkt auch unbedingt immer mal wieder den Experten-Tab ab, weil man muss, sobald man eine Fähigkeit freigeschaltet hat, beziehungsweise alle Voraussetzungen dafür erfüllt hat, diese Fähigkeit nochmal extra aktivieren, beziehungsweise extra freischalten. Und wenn man gerade mitten in einem Fight ist oder sonst was und das dann nicht mitbekommt, ja, dann liegt die Fähigkeit einfach nur rum und wartet darauf, von euch freigeschaltet zu werden, obwohl ihr eigentlich schon alle Voraussetzungen und Challenges erfüllt habt. Deswegen schaut da ab und zu in diesem Experten-Tab vorbei und guckt, ob ihr etwas vielleicht davon freischalten könnt. Dann rollt euch immer in die Schächte rein oder unter kleineren Passagen durch, anstatt nur zu schleichen. Das hört sich jetzt erstmal nicht nach viel an, wird euch aber bei der Länge des Spiels einiges an Zeit sparen, denn ihr werdet durch viele Schächte im Laufe des Spiels krabbeln müssen. Durch sehr viele. Und hier ist man schleichend halt extrem langsam. Und um da eben direkt ein paar Meter zu machen, immer in die Schächte reinrollen oder unter die Ventilatoren durchrollen, anstatt erst in die Hocke, dann langsam da durchschleichen und dann wieder aufstehen, kann man sich hier auf jeden Fall einiges an Zeit sparen. Dann, das Reputationssystem ist ja auch so ein besonderes Feature in Star Wars Outlaws und ist tatsächlich ständig im Wandel, wie er bei welchem Syndikat steht und kann von euch auch nicht immer beeinflusst werden. Also wenn ihr zum Beispiel für Crimson Dawn einfach mal so eine Nebenmission machen wollt, um da halt den Ruf bei denen zu steigern, kann es zum Beispiel sein, dass ihr in dieser Nebenmission aber in ein Huttengebiet müsst. Und wenn ihr da nicht aufpasst und erwischt werdet, wird euer Ruf bei den Hutten sinken, obwohl ihr eigentlich nur bei Crimson Dawn eine bessere Reputation wolltet. In manchen Missionen passiert das aber auch ganz ohne, dass wir darauf einen Einfluss haben, ob sich jetzt ein anderes Syndikat da einmischt oder nicht. Deswegen konzentriert euch immer auf ein Syndikat nacheinander, um das auf die maximale Reputation zu bringen, um euch so dann dort die einzigartigen Kleidungssets freizuschalten und euren guten Status oder auch ausgezeichneten Status dann eben auszunutzen, um bei Händlern, Schmugglern, Waffenschmieden und so weiter des Syndikats dann die entsprechenden Sachen zu kaufen, die man für Upgrades bei den Experten und den Blastern braucht und sonst nirgendwo anders angeboten werden. Weil wenn ihr die habt, ist es ja dann quasi egal, ob man den guten Status bei denen dann wieder verliert. Man hat ja im Prinzip schon alles, was man von denen bekommen kann. Von daher sollte man so dann versuchen, nach und nach die Syndikate auf Max zu bringen. In jeder Base oder in jedem Lager bieten sich nicht nur meistens mehrere Wege zum Reinschleichen, sondern es gibt eigentlich auch immer eine Station zum Reinhacken, um dann die Kameras und den Alarm zu deaktivieren, was das weitere Schleichen dann natürlich deutlich einfacher macht, um halt nicht aufzufallen. Generell aber auch so als Tipp, es lohnt sich echt, sich etwas genauer umzuschauen. Das ist etwas, was ich am Anfang einfach nicht gemacht habe. Ich bin einfach vorne geradeaus rein, habe geballert oder habe irgendwie versucht, mich da durchzuschleichen, ohne wirklich mich mal umzuschauen. Denn zum Beispiel wie hier an diesem Außenposten kann man sich zu dem Sniper einfach auf dem Turm hochschleichen und dann seine Impulskanone bzw. das Scharfschützengewehr klauen und damit von oben dann alle anderen Gegner easy wegmachen, anstatt halt dann einfach nur mit unserem Blaster da reinzugehen. Dann, und das habe ich tatsächlich erst nach meinem Playthrough herausgefunden, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, Nix zu befehlen, uns zu verteidigen. Und dann greift er selbst automatisch Gegner mit uns an. Dazu muss man einfach nur die Nix-Befehltaste, also L1, LB oder Q und dann X, Viereck oder die Leertaste noch zusätzlich drücken. Und schon kämpft Nix einfach automatisch mit uns mit, anstatt in einem Fight einfach nur rumzustehen und nichts zu machen.
Auf jedem Planeten findet ihr die sogenannten Vertragsmittler. Die geben euch einfache, schnelle Aufträge ohne irgendwie große Story drumherum, um einfach schnell ein paar Credits und Ruf nebenbei zu verdienen. Dabei gibt es zum einen allgemeine Vermittler mit Aufträgen für alle Syndikate und dann Syndikatseigene, die halt nur Missionen für das eigene Syndikat anbieten. Dafür braucht man da meistens auch schon einen guten Status, dass die überhaupt angeboten werden. Aber die können euch dabei dann easy helfen, die maximale Reputation zu erreichen. Und pro Planet kann man 3 solcher Schnellaufträge gleichzeitig annehmen und ich sag mal, einfach bei Gelegenheit dann erledigen. Wenn man mal in der Nähe davon ist oder wenn man mal schnell seinen Ruf erhöhen muss, falls man mal von einem Syndikat gejagt wird, anstatt dann erst wieder zu irgendeinem bestimmten Kontaktmann hinzufliegen, den zu finden und mit dem dann erst reden zu müssen und so weiter. Hier müsst ihr aber aufpassen, falls ihr zufälligerweise in einem Gebiet unterwegs seid, wo ein solcher Auftrag ist und ihr den vorher angenommen habt, wird er dann automatisch aktiv. Bedeutet, wenn ihr dann in diesem Gebiet seid und diesen Auftrag nicht erfüllt und das Gebiet wieder verlasst, weil ihr eigentlich wegen was völlig anderem da wart, verfällt der Auftrag. Meistens seht ihr dann aber auch schon vorher, wenn ihr in der Nähe von so einem aktiven Auftrag seid, oben rechts eine Anzeige mit Auftragsort in der Nähe und dann wisst ihr, okay, dass ihr da jetzt vielleicht nicht hingehen solltet oder diesen Auftrag dann eben noch schnell nebenbei machen solltet, damit der eben nicht verfällt. Aber früher oder später kann man je nach Ruf genau diesen Auftrag aber dann nochmal nachholen. Falls ihr übrigens für ein bestimmtes Syndikat diese Aufträge machen wollt, um da eben euren Ruf speziell zu steigern, müsst ihr nicht auf jedem Planeten, in jeder Stadt, jeden einzelnen Auftragsvermittler ansprechen und gucken, was der so anbietet, sondern ihr könnt über den Ruf-Tab bei jedem Syndikat schauen, wer und wo wie viele Aufträge anbietet. Das vereinfacht das Ganze um einiges, da weiß man genau, wo man dann hin muss. Dasselbe gilt übrigens auch für Händler, Schmuggler, Überlebenskünstler, Schneider und so weiter. Da kann man schon mal recht schnell den Überblick verlieren, weil halt auch nicht auf jedem Planeten immer das Gleiche angeboten wird und manche Händler in Syndikatsgebieten sind, sodass man hier eben dann einen Überblick hat und weiß, wo man vielleicht eben exklusive Dinge, je nach eurem Ruf, dann von jedem Syndikat finden kann. Dann rusht nicht komplett durch die Story. Nehmt euch wirklich die Zeit für, wie eben schon gesagt, die Experten zu suchen und da Materialien für das ein oder andere Upgrade zu finden. Macht ab und zu ein paar Nebenmissionen für die Syndikate, erkundet die Open World, versucht vielleicht das ein oder andere Syndikat auf Max zu bringen, um diese besonderen Sachen eben freizuschalten. Raubt den Tresor von einem Syndikat aus, um da richtig abzusahnen. Denn die Story ist schon irgendwie schneller vorbei, als man vielleicht denkt und dann ist man schon im Finale und hat noch gar nicht so viel anderes gemacht oder so viel freigeschaltet und ohne Hauptstory dann am Ende alles noch freizuschalten, glaube ich, macht dann vielleicht etwas weniger Spaß und ist dann schon eher ein Grind. Die Strecken im Weltraum können teilweise echt weit entfernt voneinander sein. Zum Glück hat die Trailblazer aber einen Boost, den ihr aktivieren könnt und tatsächlich hält er auch unendlich lang. Und einmal aktiviert, müsst ihr dann sogar gar keine Taste mehr drücken. Weder die Vorwärtstaste noch die Boost-Taste, damit das Schiff weiter geradeaus fliegt. Bedeutet, bei längeren Strecken könnt ihr euch dann einfach mal nach hinten lehnen und abwarten, bis ihr da seid, solange ihr zumindest in die richtige Richtung steuert. Dann ein weiterer Tipp, der euch sehr viel Zeit sparen wird und ich leider erst gegen Ende gefunden habe, als ich zum Freischalten zwischen vielen Planeten reisen musste. Es gibt ja eine Schnellreisefunktion, um schnell zum Beispiel zur Trailblazer zurückzukehren oder in die Kantina zu kommen. Man kann aber auch auf der Map komplett rauszoomen und dann die gesamte Galaxie sehen und hier dann die einzelnen Planeten und Orte auf diesem jeweiligen Planeten zum Schnellreisen dann auswählen. Also anstatt dann erst immer zu Trailblazer, von da aus in den Weltraum, dann zu einem anderen Planeten per Hyperraum und dann dort wieder landen und dann möglicherweise nochmal irgendwie zu einem Ort in die Kantine oder so, also quasi 4-5 Ladebildschirme dann gefühlt, kann man einfach einmal laden und zwischen den Planeten und speziellen Orten schnell reisen. Dann eher eine Warnung als wirklich ein Tipp, bevor ihr einen neuen Spielstand beginnt, speichert auf jeden Fall euren derzeitigen Spielstand einmal manuell ab. In Star Wars Outlaws wird das Spiel ja automatisch alle paar Minuten bzw. Vor- oder Nachmission automatisch abgespeichert, aber diese Autosave-Funktion überschreibt dann einfach euren alten Spielstand, weil es anscheinend diese 2 Spielstände dann nicht separat abspeichert und dann jeweils automatisch abspeichert, sondern es werden wirklich nur die letzten 3 Autosaves gespeichert, egal von was für einem Spielstand und wie weit ihr da seid, was ich leider auf sehr schmerzhafte Art und Weise feststellen musste, als dann plötzlich mein Endgame-Spielstand weg war. Nach den Ereignissen auf Toshara steht einem ja alle anderen Planeten frei zur Verfügung, also Tatooine, Akiva und Kijimi, und es steht einem auch frei, in welcher Reihenfolge man welchen Planet besuchen möchte. Ich empfehle hier aber, Kijimi zuerst zu besuchen und dort zumindest schon mal die erste Story-Mission zu machen, denn dadurch erst schaltet man den Ashiga als Syndikat frei
und kann eben Nebenmissionen und so weiter für bzw. gegen die machen und das halt auch auf allen anderen Planeten. Sonst, wenn ihr Kijimi erst als letzten Planet besucht, habt ihr halt auf Tatooine und Akiva die ganze Zeit immer nur mit 3 Syndikaten gespielt. Dann ein Tipp noch für die PC-Spieler, nämlich gibt es 2 Möglichkeiten, das Speederbike zu steuern. Einmal mit der Maus, mit der man dann nach links und rechts steuert, oder ganz normal, wie man das aus jedem anderen Spiel auch kennt, dass man sich mit der Maus dann umschauen kann und quasi nur mit der Tastatur steuert. Standardmäßig ist aber eingestellt, dass ihr mit der Maus steuert, was einfach total verwirrend war und ich eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit gecrashed bin. Das Ganze könnt ihr aber in den Einstellungen unter Steuerung und dann bei Gleiter-Maussteuerung ausstellen. Ansonsten, falls ihr bei eurem Playthrough noch mehr nützliche Tipps und Tricks findet, schreibt sie gerne für die anderen unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, teilt das Video auch gerne mit anderen und damit haut rein, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.